Wie versprochen, willkommen zurück. Heute am ersten Weihnachtsfeiertag der NRW bei 18 wieder zurück bei Memento Mori 2. Keine Sorge im Übrigen, wenn das hier auch vorbei sein sollte, das Let's Play, schneller als erwartet, habe ich natürlich auch schon direkt zwei Let's Plays, die eigentlich sofort direkt starten können. Ich hätte sie eigentlich auch gerne jetzt schon heute gestartet, aber ich habe mir gedacht, Memento Mori 2 läuft jetzt schon so lange, wenn ich das jetzt noch länger rauszögere, irgendwann... Ja, sind wir hier komplett aus dem Spielfluss raus. Deswegen das erstmal jetzt hier zu Ende bringen und dann gibt's auch was Neues. Versprochen. Ja, also, im letzten Teil haben wir bei Zenzene ja eine Vision erhalten, sind jetzt danach, ja, mehr oder weniger Weise, was genauso schlau wie vorher, hier erstmal zu unserer Arbeit und da bin ich jetzt gespannt, was es jetzt hier so Neues zu erfahren gibt. Sekretärin, die hat natürlich keinen Namen. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich hörte, dass Sie erfolgreich waren. Das hat Ihnen bestimmt nicht Renier erzählt. Aber ja, ich hoffe, dass ich Ihnen helfen konnte. Seien Sie nicht so bescheiden. Ist doch toll, dass jemand aus unserer Abteilung Anerkennung gefunden hat. Und noch dazu eine Frau. Und Lara? Es freut mich, dass Sie bleiben werden. Was? Gibt es irgendwas, das Sie nicht wissen? Wie meinen Sie das? Ich habe nichts gesagt. Dennoch freut es mich. Diego ist vermutlich im Hauptquartier, oder? Wahrscheinlich. Aber es ist gut, dass Sie fragen. Er hat etwas für Sie hinterlegt und ich soll Ihnen sagen, dass er sich irgendwo in Ruhe mit Ihnen unterhalten will. Er sagte, Sie würden wissen, was er meint. Ja, ich denke schon. Danke. Oha. Lara, wir haben diesen Brief erhalten. Der Fall wird von uns nicht länger bearbeitet, aber das könnte Sie interessieren. Ich schicke Ihnen den Brief lieber auf diese Weise, falls Sie ihn über Renier nicht erhalten. D. Sehr geehrte Madame Renier, da Ihre Abteilung bei dem Mordfall in der Mission Street eine wichtige Rolle gespielt hat, wollte ich Sie über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Natürlich informell, da Sie den Fall nicht mehr bearbeiten. Basierend auf den Tests und Analysen unserer Experten sind wir zu einer überraschenden Schlussfolgerung gekommen. Ihnen ist bekannt, dass in die Stirn aller Opfer ein bestimmtes Symbol eingeritzt war. Wir kennen dessen genaue Bedeutung nicht, aber es beweist nichtsdestotrotz, dass es sich um Ritualmorde handelt. Alles deutet darauf hin, dass die Hinweise, die Agentin Durand zu den versteckten Leichen geführt haben, mit Absicht vom Täter hinterlassen wurden. Vermutlich leidet er unter einer nicht behandelbaren Form von Persönlichkeitsstörung. Wir gehen davon aus, dass er in bestimmten Momenten sogar gefasst werden will und dass seine gute Seite seine böse bekämpft. Dieser Zustand ist recht ungewöhnlich, aber auch nicht völlig unbekannt und wurde schon von professionellen Quellen beschrieben. Daher werden wir unsere Ermittlungen in diese Richtung lenken. Es ist möglich, dass er aufgrund seiner Krankheit bereits in Behandlung gewesen ist. Außerdem sollten Sie wissen, dass die finnische Polizei einen ähnlichen Fall untersucht. Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Leiche des Reporters Niklas Sylvan in einem See in der Nähe des Dorfes Inari gefunden. Er hatte auch ein Symbol auf der Stirn. Wir überprüfen derzeit mögliche Verbindungen. Bitte grüßen Sie Madame Durand von mir. Ich gehe davon aus, dass man ihr bald eine Stelle als externe Bearbeiterin bei uns anbieten wird. Mit freundlichen Grüßen, Lauren Avery Boyd, FBI Spezialagent. Schau, schau. Ist während meiner Abwesenheit etwas Wichtiges passiert? Couture hat das meiste erledigt, aber einiges ist noch für sie liegen geblieben. Nur Kleinigkeiten, langweiliger Papierkram, nichts Dringendes. Soll ich es erstmal beiseite legen? Auf Arbeit nicht aufschieben. Aufschieben macht es auch nicht besser. Dann kommt nur etwas Neues dazwischen und irgendwann bleibt es ganz liegen. Gut, ich lege alles auf Ihren Tisch, bevor ich gehe. Dann können Sie gleich morgen früh anfangen. Vielen Dank. Okay. Ich muss Argo anrufen. Haben Sie zufällig irgendwo die Telefonnummer? Ich habe die Visitenkarte auf Ihrem Tisch gesehen. Da wird die Nummer draufstehen. Danke. So, was hast du jetzt noch mit mir zu belabern? Wir müssen reden. Ja, okay. Okay. Worüber denn? Ist es nicht seltsam, dass Renier so schnell von meinem verschobenen Rückflug nach Lyon erfahren hat? Sie hat Zugriff auf sehr viele Informationen. Ihr entgeht nichts, wie Sie wissen. Gut.
Dann stelle ich die Frage anders. Ist es nicht seltsam, dass Sie kurz nachdem ich Ihnen davon erzählt und Sie um Stillschweigen gebeten habe, davon wusste? Hey, wollen Sie damit sagen? Das ist doch lächerlich. Ja, das ist es, oder? Freunde, ich muss mal ganz kurz was machen. So, weiter geht's. Ich muss nämlich mal kurz die Beasley hier hinholen. Das heißt, wenn es jetzt tatsächlich ein bisschen laut wird im Hintergrund, dann ist das mal da. So, Renier, Konferenzraum. Ja, Beasley. Ich sag's ja. Ich hatte jetzt gedacht, sie wäre hier drin. Oh. Vor 4 Monaten hat jemand diese Sensoren eingestellt. Seitdem gab es 2 Fehlalarme. Aber hat man deswegen etwas unternommen? Okay, er ist ausgegraut. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht irgendwo irgendwas gibt, aber... Wir haben den Projektor erst seit 1 Monat und ich kann noch nicht damit umgehen. Geht's hier hinten weiter ins Bild rein? Da es draußen recht kühl ist, läuft die Heizung. Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, warum macht man sich die Mühe und die Arbeit... Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel darüber ausgedruckt, wie man möglichst effektive Besprechungen abhält. Vermutlich hat ihn noch niemand gelesen. Vor einiger Zeit... Warum macht man sich die Arbeit im Synchronstudio und nimmt sowas auf? Ich meine, was absolut nichts für die Handlung irgendwie. Also ich weiß nicht. Ach, egal. So, Moment. Wo können wir denn jetzt hier hin? Zu den Büros... Dann einmal in unser Büro. Was soll ich denn damit anfangen? Das tolle Fax hat 1.000 Euro gekostet, aber nur Susanne weiß, wie man es bedient. Okay, da ist auch nichts mehr drin. Was soll ich denn... Okay. Dann... Oh. Ich habe das Bild selbst ausgewählt und finde, es war eine gute Wahl. Damit kann ich alles besser ertragen. Na, feini fein. Gut, dann gehen wir mal in unser Büro. Dann denke ich mal, ist hier nichts mehr? Lara, ins Büro! So schwer ist das nicht. Renier. Hier werden Notizen und Analysen aufgehängt. Ich bin vermutlich die Einzige aus der Abteilung, bei der nicht nur unleserliche Notizen hängen. Hier werden nur... Okay, es ist ausgegraut. Ich benutze den Schredder nur selten. Dummerweise müssen wir auch im Zeitalter elektronischer Dokumente immer noch jedes Papierdokument aufheben, das wir erhalten. Ausgegraut. In der Schublade liegen größtenteils ungelöste Fälle. Die sind auch alle im Computer, aber bisher bewahren wir alles doppelt auf. Natürlich. In der Schublade... Na, gehst du runter. In der Schublade liegen... Auch nicht. Und hier unten. In der Schublade liegen größtenteils ungelöste... Ist ja alles das Gleiche. Warum können wir bis ganz unten runter? Das ist komisch, aber gut. So, dann haben wir... Hier nichts. Den Ordner, da haben wir nichts. Dann haben wir hier den Computer und den Tisch. Und die Blume. Moment, ich muss mir die Blume angucken. Die ist ganz wichtig. An ihrem ersten Arbeitstag hat Susanne einige Pflanzen in mein Büro gestellt. Sie Ach, wobei, ich glaube, das hatten wir alle schon. Kann das sein? Ich werde bei Argo anrufen und mich nach diesem Jacek erkundigen. Mach das. Mach den Knopf zu. Argo, Personalabteilung? Durand, Abteilung für Kunstraubermittlungen. Guten Tag, Madame Durand. Schön, von Ihnen zu hören. Dem Vorstand hat gefallen, was Sie im Mission Street-Fall geleistet haben. Ich habe nur meinen Job gemacht. Darum rufe ich auch an. Ich stehe zu Diensten. Was kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für den 4. Statiker, Theodor Jacek. Was wissen Sie über ihn? Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Das mit diesem Jacek ist eine dumme Sache. Wir wissen auch nicht, wo er ist. Er sollte sich nach seiner Entlassung bei uns melden. Wir wollten ihn zurück nach Inari schicken. Inari? Wo liegt denn das? Das ist ein Dorf in Finnland. Da hat er an einem unserer Projekte gearbeitet, bevor wir ihn schnell in die USA holen mussten. Er sollte nach dem Job in der Mission Street dorthin zurückkehren. Angeblich hat er auch noch einige Sachen dort. Hoffentlich geht es ihm gut und er meldet sich bald. Er hat noch Sachen da? Ist ja interessant.
Ich lasse es Sie wissen, wenn er sich meldet. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Wiederhören. Lara? Stimmt was nicht? Jean, wir haben einen Hinweis. Dieser vierte Statiker, Jacek, ich muss ihn unbedingt finden und werde daher nach Inari in Finnland fliegen. Das können Sie nicht tun, Lara. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen. Renier wird durchdrehen. Das ist nicht nur beruflich bedingt, sondern auch was Persönliches. Daher, können Sie mir einen Flug buchen? Oder sind Sie gerade mit dem Schreiben eines Berichtes beschäftigt? Denken Sie wirklich so schlecht von mir? Sie sollten wissen, dass Sie einen völlig falschen Eindruck von mir haben. Das könnte sein. Überraschen Sie mich. Ich tue immer alles für diese Abteilung. Und nicht für Sie oder für Renier. Mich interessiert momentan nur eine Sache. Buchen Sie mir einen Flug nach Finnland. Außerdem könnte ich einige Informationen über Jacek gebrauchen. Dann werde ich Sie mal überraschen. Gehen Sie lieber nach Hause und packen Sie. Sehr interessant. Wir hatten ja auch eben den Brief. Da hatten wir ja auch was über diesen, über dieses Dorf. Also den Namen, den habe ich da eben schon gelesen. Gut, dann... Welche Nummer soll ich anrufen? Keine. Dieses Foto habe ich geschossen, als Max nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus sein erstes Bild fertiggestellt hatte. Er sieht so glücklich aus. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele E-Mails ich in wenigen Tagen bekomme. Die wichtigsten habe ich beantwortet. Oh, cool. Ich muss den Computer jetzt nicht benutzen. Ja, danke. Aber gut, dass ich es gemacht habe. Habe ich doch mal so einen Stress nach oben bekommen. Oh, schön. Ja, können wir hier noch weiter ins Büro rein? Oder war es das? Nein, Computer, da waren wir dran. Da hinten brauchen wir nicht hin. Gut, dann ja, gehen wir nach Hause, würde ich sagen, oder? Bereiten uns vor, packen unsere Sachen. Da wird mit Sicherheit jetzt irgendwas passieren. 100 pro. Was macht er da hinten? Er schleicht da so rum. Ich muss mich ausruhen. Das wächst mir alles über den Kopf. Na, natürlich. Ja? Ihnen steht großer Ärger ins Haus. Renier läuft hier rum und ist stinksauer auf Sie. Susanne, was ist passiert? Hat sie irgendwas über Finnland gesagt? Kutu ist bei ihr, oder? Kutu? Nein, der ist weg. Aber ich soll Ihnen sagen, dass Sie direkt zum Flughafen kommen sollen. Wenn es nicht Kutu war, was ist dann los? Es gab angeblich einen anonymen Anruf, der Sie betraf. Gut, ich komme vorbei. Moment mal, Sie verstehen es nicht. Renier lässt Sie vom Sicherheitsdienst abholen. Was? Und ich habe gehört, dass Ihre Wohnung durchsucht werden soll, um eine Verbindung zu den Morden in der Kirche zu finden. Ich traue mich kaum, das zu fragen. Verstehen Sie das alles? Nein, aber keine Sorge. Das ist bestimmt nur ein Missverständnis. Passen Sie auf sich auf. Die macht jetzt was? Ich begreife das nicht. Was hoffen Sie hier zu finden? Augenblick mal. Max Signatur. Sie werden nach etwas suchen, das die Sache mit Max in Verbindung bringt. Machen Sie die Tür auf, Madame Durand. Oh. Mist, da sind Sie ja schon. Bevor ich Sie reinlasse, sollte ich sicherstellen, dass Sie nichts finden, das ich hinterher bereuen könnte. Okay, also nach oben. Gut, dass wir uns hier vorher schon in der Wohnung umgesehen haben. Das heißt, wir wissen nämlich hier Bett und so und das wahrscheinlich verstecken wir jetzt unter das. Das ist Max Zeichen auf dem Bild. Ja, ja, ja. Dasselbe Zeichen, das wir neben den Statikern gefunden haben. Das ist genau das, wonach Renier sucht. Auf allen anderen Bildern ist sein altes Zeichen zu sehen, aber auf diesem. Was mache ich jetzt damit? Ausschneiden. Verstecken oder aufhängen wie die anderen? Nein, 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 nein. Gib mir mal Messer. Ja. Ich könnte Max Zeichen rausschneiden, aber das würde Verdacht erregen. Oh. Und mir außerdem das Herz brechen. Oh Gott. Zum zweiten Mal. So, warte, dann nimm mal das Bild und steck's unter das Bett. Das ist zwar ein sehr... Das ist das einzige Bild mit Max neuem Zeichen. Was hat sie denn? Dasselbe Zeichen, das ich bei den Leichen in der Mission Street gefunden habe. Was mache ich jetzt damit? Ja, unter das Bett. Verstecken? Kind! Mann, ey! Ich kann es nicht einfach so verstecken, dabei könnte es beschädigt werden. Oh Leute. Ich muss es warte, in die Handtuch. Es ist besser, wenn ich es einwickel. Ja. Herrgott. Was wäre jetzt passiert, wenn ich das Handtuch noch nicht hätte? Eieiei, da wäre ich aber schön am... was ist das denn? Ich überlege, was ich mit dem Bild... King. Jetzt aber... Ich sollte es verstecken. Aber was ist, wenn man es trotzdem findet?
absichtlich verstecken? Oder doch lieber aufhängen? Ich weiß, dass Max unschuldig ist. Versteck es doch, hör doch auf, mit mir rumzudiskutieren! Sie? Sie hat Sie geschickt? Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Wir fangen unten an. Nein, das ist nicht notwendig. Warten Sie draußen. Ich rede mit Madame Durand und durchsuche hier alles. Wie Sie wollen. Das ist nicht mehr witzig. Warum nicht? Ist es nicht komisch, dass Sie schicken? Wäre ich nicht hier, würde man bereits Ihre Kissen aufschlitzen und Ihr Bücherregal ausräumen. Und das erledigen jetzt Sie? Lassen Sie es gut sein. Renier denkt, Sie wissen mehr über diesen Mission Street-Fall, als Sie berichtet haben. Wir wurden geschickt, um Beweise dafür zu finden. Ich kann Sie nicht daran hindern. Suchen Sie ruhig. Ich habe nichts gefunden. Was? Wollen Sie sich nicht einmal umsehen? Warum? Soll ich Ihre Schränke durchstöbern? Unter dem Bett nachsehen? Nein, ich habe mich umgesehen und nichts entdeckt. Ich verstehe das nicht. In letzter Zeit zweifle ich oft an Menschen, die mir helfen wollen. Sagen Sie lieber nichts. Es könnte Renier nur nützen. Wollen wir? Steht er so ein bisschen auf unserer Seite? Ich glaube, wir haben was Gutes gemacht. Was wäre jetzt passiert, wenn wir es aufgehangen hätten? Och, alternative Wege, wie sie mich fertig machen. Primetime in Lyon, Frankreich. Ich habe sie aufgrund ihrer Erfolge als Leiterin der Abteilung vorgeschlagen. Aber alles hat seine Grenzen. Erzählen Sie ihr doch lieber erstmal, was... Seien Sie still, Jimenez. Wenn Sie sie schützen, gehen Sie noch zusammen mit ihr unter. Erfahre ich auch, was ich Schreckliches getan habe, oder wollen wir einander nur drohen? Wir haben einen anonymen Anruf erhalten. Der andeutete, dass Sie in dem Mission Street-Fall persönlich betroffen wären. Und dass Sie längst vermuten, wer der Täter ist. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Und ich habe Couture erwischt, wie er das für Sie ausgedruckt hat. Theodor Jaschek. Was verbergen Sie noch? Das ist nur einer der Hinweise. Ja, einer der Hinweise in dem Fall, den weder Sie noch Ihre Abteilung bearbeiten sollen. Kurz gesagt, ich lasse gerade Ihre Aktivitäten der letzten Tage überprüfen. Und bis ich das Ergebnis habe, sind Sie suspendiert. Wegen eines anonymen Anrufs? Ist das Ihr Ernst? Sie haben sich Ihr eigenes Grab geschaufelt. Ich werde Ihnen eine Weile beim Buddeln zusehen. Und dann begrabe ich Sie darin. Jetzt werden Sie doch nicht gleich so persönlich. Geben Sie Diego Ihre Marke und Ihre Waffe. Er wird Sie dann in Ihre Wohnung bringen, wo Sie unter Hausarrest stehen, damit Sie keinen der Zeugen beeinflussen können. Ach übrigens, ich habe beim FBI angerufen und wollte mit Ihrer Agentenfreundin Kira Sheehan sprechen. Jemand dieses Namens hat noch nie für das FBI gearbeitet. Es gibt nur eine Bewerbung, zu der dieser Name passt, und die wurde abgelehnt. Sie sind erledigt, Lara. Was? Was? Ja, was? Wir haben doch mit der zusammengearbeitet. Theodor Jaschek, ein Pole, geboren am 8.5.74, arbeitet seit 99 für Argo, ist angeblich einer ihrer besten Experten. Ihm wurde mehrmals eine Beförderung angeboten sowie ein Transfer in das niederländische Hauptquartier, aber er wollte lieber im Außendienst bleiben. Ich habe nur mehrere Papiere gefunden, die sich größtenteils auf Restaurierungstechniken bezogen. Es gibt keine Polizeiakte über ihn, aber er war in ein paar Schlägereien verwickelt, die von der Polizei geschlichtet werden mussten. Und er war sicher kein passiver Zuschauer. Es scheint, als hätte er ein Aggressionsproblem, wenn er getrunken hat. Andererseits ist er recht beliebt, wenn er nüchtern ist. Das Foto habe ich von einem Magazin, dem er es zusammen mit einem Artikel geschickt hat. Mehr habe ich leider nicht rausgefunden. Sehr interessant. Ach, die Akte gibt nicht viel her. Aber wenigstens enthält sie ein Foto. Foto kann ich gebrauchen. Hoffentlich vermisst es niemand. Natürlich. Diebstahl. Diego, hilfst du uns jetzt nochmal? Wissen Sie etwas über den anonymen Anruf? Leider nicht. Es heißt, es war eine weibliche Stimme. Keine Ahnung. Renier erzählt mir ja nichts. Warum ist das jetzt ausgegraut? Aber Kira, das verstehe ich nicht.
Sie hat mich angefordert. All diese Akten vom FBI. Ich habe mir die Akten angesehen. Das FBI hat sie angefordert, aber Kiras Name steht nirgendwo. Sehr seltsam. Allerdings. Wissen Sie etwas über den anonymen Anruf? Leider nicht. Es heißt, es war eine weibliche... Keine Ahnung. Gute Frage, warum das jetzt ausgegraut ist. Wir sollten sie wirklich nach Hause bringen. Renier sagte... Ich weiß. Wir müssen das nicht erneut durchkauen. Ja. Gehen wir. Nach Hause gehen. Da halt. Ist draußen recht kühl. Da ist draußen... Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Wieso kann ich mir jetzt... Warum kann ich mir das Flipchart angucken? Ich habe diese Anschaffung arrangiert. Aber ich bin auch die Einzige, die es nutzt. Das hat sich in meiner Abwesenheit nicht geändert. Sehr merkwürdig. Ja gut, dann nach Hause. Jetzt denke ich auch mal, warum die Balkontür auf war und ich da irgendwas anklicken konnte, weil wir wahrscheinlich darüber dann gleich verschwinden werden, weil wir ja Hausarrest haben. Na großartig. Der Eingang wird von zwei Kollegen bewacht. Ich habe keine Marke und muss unbedingt nach Finnland. Aber irgendwie komme ich schon dahin. Ich werde nach Finnland fliegen. Der Flug ist schon gebucht. Jetzt muss ich nur noch unbemerkt aus dem Haus kommen. Ich muss zwar von hier verschwinden und kann den normalen Weg nicht nehmen, aber ein Sprung vom Balkon ist keine Lösung. Was haben wir denn noch alternativ? Das Neonschild ist noch nicht repariert. Ja, das wissen wir aber. Ich habe aber auch nichts, was ich jetzt hier in irgendeiner Art und Weise... Ich könnte mich aus der Wohnung schleichen, aber der Balkon ist zu hoch zum Runterspringen. Was haben wir denn in der Wohnung, was wir jetzt in irgendeiner Art und Weise benutzen könnten? Das Regal, Tisch, Platz. Als ich mit Max zu... Nein. Regale, da hatten wir aber nichts außer die Fernbedienung. Ja. Ich habe kein... Warum auch immer ich mich da nochmal umschauen kann. Oh, Plasmafernseher. Darauf steht... Ich benutze... Ja, Moment, was ist mit dem Fernseher? Ich habe keine Lust, fernzusehen. Okay. Nur weitere Nachrichten über Morde, Kriege und Gewalt, gefolgt von einem Bericht über bezaubernde Tiere, damit wir uns nicht so schlecht fühlen. Es funktioniert aber nicht. Tja, und es bleibt weiter rot. Die Tasche, da war aber auch nichts mehr drin. Ein Buch. Das Buch. Da hinten will sie nicht rein. In die Küche will sie auch nicht. Was gibt's hier oben? Das Gepäck. Max Anzug. Nein. Staffelei, da vielleicht irgendwas raus. In der Theorie. Nein. Was ist mit dem Bett? Das Laken vielleicht? Ich muss die Wohnung verlassen und weiß nicht, wie mir das Bettzeug dabei helfen kann. Kingas. In Streifen schneiden vielleicht? Ich werde einen Streifen aus der Decke rausschneiden. Gut. Jetzt schneide ich noch einen Streifen raus. Noch einen? Aber haarscharf hier. Das bringt doch... Nein, bringt doch. Wie soll ich die... Ich habe einen Teil der Decke, dann noch das letzte Stück. Ach so, das brauchst du nicht. Ich werde es auswickeln und auf die Staffelei stellen. Oh. Es kann keinen Schaden mehr anrichten. Okay. Ja. Staffelei ist nur ein bisschen zu klein dafür und vor allen Dingen, sie hat es gemacht, ohne dahin zu gehen. Ah, sowas liebe ich immer. Gut, aber ich denke mal, jetzt haben wir ein Seil, weil das können wir jetzt wahrscheinlich aneinander knoten. Jawohl, und das mit da und das... Damit, jawohl. Es sollte mich aushalten. Zumindest klappt sowas in Filmen immer. Und wenn die Filme lügen, dann wird es sehr wehtun. Genau. Und in den Adventures. Da funktioniert das auch. Hallo, ich habe hier geklickt. Ja, so hoch sah das gar nicht aus. Warum geht's jetzt wieder einen Schritt zurück? Ich sollte nur die wichtigsten Dinge mitnehmen. Der Rest kann zu Hause bleiben. Ja, natürlich. Und? Wie sieht das denn da aus?
Der erste Schritt auf dem Weg nach Finnland. Früher war ich mir oft nicht sicher, ob das, was ich gerade mache, Renier wütend macht. Dieses Mal bin ich mir jedoch ganz sicher. Oh, guck mal hier, aufgeräumt. Gefällt mir. So, was haben wir jetzt hier noch alles? Das Seil, die Tür und der Schuppen. Und da oben die Schrift. Ich muss irgendwas mit dem Schriftkack machen. Das Ding ist ziemlich schwer und man sieht damit kaum etwas. Ich habe mal beobachtet, wie jemand das Schild da oben repariert hat. Und das sah nach keiner schönen Arbeit aus. Mhm. Mann, was war noch? Die Neonzahlen für das Schild werden hier aufbewahrt. Das sind die beiden fehlenden Zahlen vom Gründungsdatum des Neonschilds. Ja, aber was soll ich damit? Der alte Mann hat es noch nicht repariert, obwohl es schon seit einem Monat defekt ist. Vielleicht weiß er die richtige Reihenfolge nicht mehr. Der alte Mann hat... Klar, ich guck mich jetzt gerade selber an. Das ist doch nicht wahr. Das Schweißgerät scheint defekt zu sein. Das ist der Schweißbrenner, aber ich habe keine Ahnung, wie man ihn benutzt. War ja klar. Das Ding ist ziemlich... Das Neonschild ist noch... Oh. Der Müll ist nicht der einzige Nachteil dieser Wohnung. Der Lärm der Klimaanlage hat uns so manchen Abend die romantische Stimmung verdorben. Die Tür sieht robust aus. Mit Gewalt komme ich da nicht durch. Außerdem wäre das viel zu laut. Darum hat die Tür also kein gewöhnliches Schloss. Auf der anderen Seite befindet sich ein Vorhängeschloss, an das ich leider nicht rankomme. Ich hätte mir denken können, dass die Tür verschlossen ist. Nein, da komme ich nicht dran. Die Tür sieht robust aus. Cool, also muss ich die Dinger da aufschweißen und dann wahrscheinlich irgendwas da reinkicken. Tja, die Frage ist... Hätte ich den Mann nicht einige Male in Aktion gesehen, dann wüsste ich nicht, was man damit macht. Den Mann. Wie sie das sagt. Jetzt muss ich die Wohnung verlassen und nach Finnland fliegen. Ich klettere nicht wieder zurück. Okay, sagt mir also, dass wir, egal was wir brauchen, hier finden. Tja... Das Schweißgerät. Das ist der Schweißbrenner. Ja, aber beides ist ausgegraut. Auch der Helm ist ausgegraut. Das Einzige, was hier nicht ausgegraut ist... Wobei, die sind auch ausgegraut. Wie soll ich die... Damit erreiche ich. Das bringt... Tja. Das Neonschild ist noch nicht repariert. Komm mal hier rüber, Kind. Ich will mal wissen, ob das Bild hier noch weitergeht. Der Müll ist... Der Müll. So viel kann das doch jetzt hier nicht sein. Verdammt. Das Neonschild ist noch nicht repariert. Das dauert wirklich lange. Mein SW-Punkt für dich, Lara. Papiere, Karten. Und da war mal eine Marke drin. Die Brieftasche ist aus gutem... Das ist Osramne Nosroma. Freunde, ich bin überfragt. Aber wie eben schon gesagt, so viel kann das hier nicht sein. Es ist alles ausgegraut. Alles. Gute Idee, aber damit kann ich das Schloss nicht manipulieren. Dafür brauche ich etwas anderes. Kommt sie denn da dran?
Ich hätte mir denken. Damit erreicht. Die Tür sieht robust. Die Tür sieht. Tja. Es gibt nicht mal ein Schlüsselloch. Der Verschlussmechanismus funktioniert anders. Ich bin überfragt. Der Teil ist lange genug. Ich werde mich jetzt mal ein wenig um die Beasley kümmern müssen und dann sehen wir uns hier mit der nächsten Folge wieder. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es eine Kleinigkeit jetzt hier nur noch bedarf und dann würde ich hier irgendwie weiterkommen. Aber im Moment komme ich nicht drauf und ja, ich muss jetzt gleich eh noch ein bisschen was hier erledigen und dann geht's zur Arbeit. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Memento Mori 2. Schöne Weihnachten euch noch. NRW bei 18. Adieu.